Die Betreiber der Dömitzer Hafengastronomie können einen Schlussstrich unter die Jahrhundertflut 2013 ziehen. Am Dienstag kam die noch während der Flutkatastrophe versprochene Soforthilfe an. 28.000 Euro für die entstandenen Schäden. Inzwischen sind die 9 Monate vergangen und fast alle Schäden beseitigt. Bislang auf eigene Kosten. Rückblick. Juni 2013. Katastrophenalarm im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Befürchtet wurden in Dömitz Pegel über 8,50 Meter. Der Komplex aus Restaurant, Hotel und Panoramacafé im Dömitzer Hafen liegt vor dem Deich, der die Stadt schützt. Hafenmeister und technischer Leiter der Hafengastronomie, Michael Kirstein, kennt jeden Stein auf dem Gelände und hat gemeinsam mit vielen anderen versucht, Schäden durch die Flut zu vermeiden. Wo die ersten Katastrophenmeldungen über Dresden im Fernsehen waren, haben wir ganz langsam begonnen, uns darauf vorzubereiten. Das heißt, in der Eventhalle, wo wir waren, haben wir die Möbel rausgenommen. Wir haben die Tische von der Balustrade raus hochgenommen und haben hier alles vorbereitet, was wir gedacht haben im ersten Augenblick, was unter Wasser stehen könnte, dass das beseitigt wird. Und dann ging das nachher ganz langsam los, dann wurden schon Sandsäcke geschöpft. Das heißt also, nach der normalen Arbeit sind dann alle Leute eigentlich immer zum Sportplatz, zu den Sammelstellen gegangen und haben Sandsäcke geschöpft. Trotzdem erreichte die Flut die Gebäude. Wände sogen sich voll, Technik wurde unbrauchbar. Die Gastronomie musste schließen und zunächst auf eigene Rechnung reparieren. Wir wollten darauf vorbereitet sein, dass jeder, der das möchte, hier eine Woche nach dem Hochwasser schon wieder bedient werden konnte. Und zweitens hinterlässt so ein Hochwasser immer sehr viel Dreck, Schwemmgut sagen wir dazu. Und das musste nach und nach mitgefegt werden, der nachher in den Containern runtergebracht werden. Und alles, was wir an Vorbereitungen gemacht hatten, Tanzfläche rausnehmen oder so, haben wir dann langsam aber sicher wieder reingebaut. Das heißt also, 4 Wochen braucht man an Arbeit mit Sicherheit, bis man den ersten Ritt geschafft hat. Und wie wir uns vorhin das mal angeguckt haben, das gibt doch noch immer Stellen, wo man sieht, dass das nicht so funktioniert hat, die noch mal ein bisschen Farbe gebrauchen könnten. Die Rechnungen wurden direkt an die zuständigen Behörden weitergeleitet, wie auch von vielen anderen Betrieben, denen oftmals reibungslos geholfen werden konnte. Landwirtschaftsminister Till Backhaus zieht deshalb ein positives Fazit. Aber auch er kennt die Ausnahme in Dömitz. Also bei uns sieht das, glaube ich, recht gut aus. Die beantragten Mittel, die in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich zur Debatte stehen, sind zu 86% bereits ausgezahlt. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Wirtschaftsministerium ein Betrieb, eine Gaststätte in Mitleidenschaft gezogen war durch das Hochwasser 2013 und wo zurzeit versucht wird, dort Hilfestellung zu geben. Aber wir im Agrarbereich als auch im Umweltbereich, aber auch für die Gemeinden, sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es sind von den 7,5 Millionen bereits 5,4 Millionen ausgezahlt worden. Das heißt, die erste Tranche ist bereits voll ausgezahlt. Während der Antrag aus Dömitz noch bearbeitet wurde, war eine Hilfe sofort zur Stelle. Michael Kirstein, die Betreiber der Hafengastronomie und die Dömitzer, wie auch viele andere Betroffene, waren für die Hilfen, die man mit Geld nicht aufwiegen kann, am dankbarsten. Hilfe gab das viel. Es gab während des Hochwassers schon viel Hilfe. Hier ist eine Tauchertruppe gekommen, hier ist eine Reinigungstruppe gekommen. Das Fluthilfezentrum aus Dresden hatte sich unten in der Eventhalle eingerichtet, um uns zu helfen. War sehr viel. Und wie gesagt, der besagte Holländer, der hat natürlich alle übertroffen. Der hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch Michael, ich habe das im Fernsehen gesehen. Wir waren ja nun gerade in diesem Mai auch wieder bei euch. Und ich würde sehr gerne 14 Tage Urlaub nehmen und dir beim Renovieren helfen. Also muss ich mal sagen, die Hilfsbereitschaft ist eine ganz enorme, tatsächlich. Auf die vielen Helfer war Verlass. Dank ihnen und leistungsfähigen Bautrocknern konnte das Hafenrestaurant nach einigen Wochen wieder öffnen. Nachdem kurz vor Weihnachten die Auszahlung bewilligt worden war, ist nun mit dem Eingang des Geldes auch der finanzielle Schaden wieder gut gemacht. Besser spät als nie. Von den bundesweit zur Verfügung gestellten rund 6,7 Milliarden Euro Aufbauhilfe wurden 9 Monate nach der Flut erst 261 Millionen von den Bundesländern ausgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Jahr wesentlich mehr Mittel genutzt werden.